Ja, huhu, hier wieder beim Koali und beim Lestrektag. Guten Abend oder guten Tag oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Ganze hier guckt. Wir wollen zum nordwestlichen Aufklärungspunkt. Und der ist in welche Richtung, Lesrak? Hier. Ah. Du bist gerade ein bisschen hallig. Ist das Mikrofon ein bisschen weiter weg von... So, besser? Ah. Ja, ich hatte es hochgeklappt, als ich es weggelegt habe. Hab vergessen, ob es zu tun war. Die sexy Stimme vom Lesrak wieder... Oh, bitte nicht. Ich habe keine sexy Stimme. Das ist eine Zumutung eher, meine Stimme. Da müssen wir beim Rollstuhl auch aufpassen, denn nicht, dass die Leute aus dem Fenster springen, wenn sie meine Stimme hören. Ach, da gibt's Schlimmere. Boah, das glaube ich nicht. Meine Stimme ist das Schrecklichste, was ich je gehört habe. Ich werde das gerichtet. Das meint man aber immer. Also, die eigene Stimme hält man immer für schlimm. Hast du es auch gedacht, dass du das erste Mal deine bei der Aufnahme gehört hast, oder? Ja, man findet seine eigene Stimme eigentlich nie gut. Nee, ich habe eine Bekannte. Die liebt ihre eigene Stimme. Die hört sich zum Einschlafen Aufnahmen ihrer eigenen Stimme an. Sie so einschläfen. Ich weiß also noch, ein Professor, den ich auf der Uni hatte, dem hätte man echt die Vorlesung hätte man aufnehmen können als Schlaftablette verkaufen können. Das hätte richtig gut gewirkt. Ja, bei mir war es ein Physiklehrer. Okay, Physik war sowieso immer langweilig für mich, aber... Und das Schlimme ist, ihm seine Vorlesungen und Seminare waren immer Freitagmorgens. Oh nee. Noch schlimmer wäre Montagmorgens gewesen. Ja, das ist in der Tat. Aber ich finde Freitagmorgens auch schon schlimm. Freitags ist irgendwie so mal so der Tag gewesen, da habe ich auch nichts Bock gehabt, weil da wusste ich bald das eh frei. Der war halt persönlich total nett und so, aber echt, der konnte nichts. Der war vom Sprechen her echt einschläfernd. Okay. Der hatte, das einzige Lustige war, der hatte so einen wienerischen Akzent, so einen österreichischen Akzent. Und das war echt ulkig. Okay. Und dann hat er einmal gesagt, irgendwie, wenn der Englisch sprach, das, ich habe mir fast auf den Boden gelegen. Das ist echt witzig. Okay. Talking about your destiny. Ganz schön schön. Und der hat sich auch selber nicht ganz so ernst genommen. Also wir hatten da regelmäßig Fallen. Achso, also ähnlich wie ich. Ja, wir hatten regelmäßig so Veranstaltungen, so Songabend hieß das an der Uni. Und da konnte man so hin und konnte so Gedichte vortragen oder Lieder spielen oder keine Ahnung was. Gedichte? Ja, kannst doch keine Ahnung irgendwas anderes machen, also einen Film zeigen oder so. Hauptsache hast du das irgendwas selber gemacht. Okay. Und da hat er sich auch selbst regelmäßig mal veräppelt. Das war ziemlich ulkig. Zum Beispiel? Ja, der hat sich halt selber immer auf den Arm genommen. So mit seinem Akzent und so, das ist immer ganz witzig gewesen. Okay. Was hast du denn so gezeigt? Ich habe meistens Lieder vorgetragen. Oh. Hast du auch mal ein Video gemacht, wo du Lieder machst? Ja. Auf YouTube auch. Ich glaube, es gibt Videos von Auftritten von mir, von dieser Veranstaltung auch auf YouTube. Okay, dann werde ich mal suchen. Aber ich schätze mal, unter Koali finde ich das nicht. Nee. Da habe ich noch lange Haare. Also das, was ich erreichen will. Na, ich werde das nicht mehr erreichen, glaube ich. Also ich war am Wochenende war ich auf einer diamantenen Hochzeit von meinen Stiefopa und Oma. Und da ist meinem Papa das erste Mal, du kriegst ja graue Haare. Dann hat er sich voll kaputt gelacht. Das hört man nie gerne, glaube ich, oder? Mir ist das relativ Wurst, aber... Für meinen Vater war das irgendwie voll ulkig. Ja, scheint wenigstens ein besseres Verhältnis zu den Eltern zu haben, wie ich. Meine Mutter ist tot und meinen Vater sehe ich kaum. Ja, okay. Wenn ich ihn mal sehe, ist das ist nett. Der ist genauso bekloppt wie ich. Doch, dann würde ich ihn mögen. Und
So. Und wir müssen wieder zurück zum Militärlager, dem Sarge berichten. Das heißt, wir haben auf dem Weg dahin irgendwas abgeschlossen, was ich gar nicht gemerkt habe. Das war dieses mit den Punkten. So hast du die Folge sogar beendet. Hau ab! Den Sarge berichten. Okay. Bericht senden. Ich habe übrigens, falls sich die Leute wundern, dass ich zwischendurch schmatze, ich habe Käse. Was für Käse? Gouda. Jungen Gouda. Ah, ich mag Butterkäse lieber. Jungen Gouda. So, jemanden am Blue Mountain finden, der Ihnen etwas über die Minen erzählen kann. Ja, da kommen wir noch hin. Aber wir müssen nochmal eine Quest vom Sarge machen oder so, ne? Zwei sind da noch. Ja. Nehmen wir die nächste? Ja. Okay. Habe ich schon angenommen. Alles klar, du bist wieder fix unterwegs. Klar. Überall liest man diese Scheiße von Vertuschung und Verschwörung. Klar, die Sache wird vertuscht. Wir hätten zu viel zu verlieren, wenn die Welt wüsste, was los ist. Glauben Sie, Vampire würden noch Jungfrauen kriegen, wenn alle sich Knoblauch vor die Hütte hängen? Scheiße, Soldat, wir hatten Abmachungen. Mit Brief und Siegel. Die gelten alle nicht mehr. Nach allem, was ich weiß, steht die ganze Welt inzwischen Kopf. Von Wichita bis in die Walachei. Diesmal gefallen mir unsere Chancen gar nicht. Sir, entschuldigen Sie kurz, bitte. Danke. Hören Sie, der Captain ist alte Schule, was gut ist. Er glaubt, wir würden im selben Krieg kämpfen, wie im Zweiten Weltkrieg. Allerdings ist das nicht unsere Arbeitsweise. Nicht, wenn es um das Übernatürliche und das Okkulte geht. Wir müssen alles unter Verschluss halten. Geheim. Je weniger davon wissen, desto weniger wissen es. Und das sollten Sie auch so sehen, als Teil der wohltätigen Verschwörung. Die Käfer gewinnen hier draußen langsam die Überhand. Nimmt man die Bienenkönigin weg, laufen sie rum wie kopflose Hühner im Stall. Ich weiß, dass es nicht so aussieht, als hätten wir alles unter Kontrolle. Oder die richtigen Leute für den Job, aber die Insel steht unter Quarantäne. Jenseits des Nebels haben wir genug Feuerkraft, um die Insel auszuradieren. Diese Infektion breitet sich nicht aus, versprochen. Wir tun alles und beenden diese Invasion genau hier. Um jeden Preis. Wir müssen unsere überlegenen Fähigkeiten zu unserem Vorteil nutzen. Wir identifizieren wichtige Ziele und schalten sie der Reihe nach aus. Damit die Hühner gerupft werden können. Also die können sich ja beide irgendwie gar nicht leiden, der Sarge und, wie heißt die, die Karen hier, ne? Karen Olsen. Mich hat erwischt, mich hat erwischt! Bist du noch da? Ja. Ah, gut. Ja, also die taktische Karte studieren noch einmal. Die haben wir schon mal studiert, ne? Ja, die werden wir auch alle, das andere Mal auch studieren. Okay, habe ich studiert, ja. Nun? Den Laptop untersuchen. Ja, okay. Zugriff. Und nun Operationsziele. Blablub, blablub. Okay. Okay. Truppenstatus. Ah, okay. Geheimoperation. Also Truppenstatus und dann Geheimoperation. Achso. Truppenstatus, Geheimoperation. Oha! Bodenstampfer, Resonanzminen. Okay. In der Nähe in der Anstalt nach dem Black Ops Team suchen. Na dann los. Wir sind die Jumper. Hüpfi, hüpf. Na gut, dann doch mit Motorrad. Ich hüpf doch. Sie können jetzt bei der Anima-Quelle wiederbelebt werden. Das ist doch nett. Akaps. Tote Akaps. Ja, stimmt, die sind tot. Da war was. Nur ein toter Akap. Hier ist ein Soldat. Oh, ein Akap, der mich angreift.
Nein, wieder aus dem Bild geklickt. Wieso machst du sowas denn? Ja, es ist, wenn man zwei Bildschirme hat. Wie kann man das eigentlich einstellen, dass die Maus wirklich rüber switcht? Das passiert relativ automatisch. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe nur einen Laptop, da ist nichts mit zwei Bildschirmen. Zumindest Systemsteuerung einstellen. So, da ist noch einer. Ich habe noch einen gefunden. Ja, okay. Jetzt nur noch den Bodenstampfer beschaffen. Wo auch immer der ist. Hier hinten ist einer. Tiefer in das Anstaltsgelände eindringen. Eine Anstalt? Ja. Magst du keine Anstalten? Schlechte Erinnerung. Machst du keine Anstalten zu mögen? Den Bodenstampfer ausprobieren. Komm, wir probieren erstmal den Bodenstampfer aus. Erstmal muss ich hier mal meine Waffen wieder sortieren. Ich habe jetzt so viele Sturmgewehre, meine Güte. Resonanzauslöser, wo ist denn der Bodenstampfer? Ah, hier. Der Bodenstampfer. Oh, da gab's. Aua! Irgendwie, die Fähigkeiten sehen ja cool aus, ne? Aber ich hab irgendwie noch nicht, bin ich noch nicht so überzeugt davon, dass die cool sind. Ich weiß, was du meinst. So. Halbschatten-Brutspeer. Sind das da hinten auch Halbschatten-Brutspeer? Keine Ahnung. Bist du ein Halbschatten-Brutspeer? Nein. Ah, da kommt einer. Ah, nett. Wollen wir den Lestrack mal mit einem Schild versehen? Ich mag Schilde. Damit fühle ich mich wie eine Prinzessin. Oh, ich brauche auch nur noch 26 Punkte für das neue Schild. Ich brauche noch 6 Punkte für meinen nächsten Skill. Das kannst du denn damit machen? Damit mache ich wieder so einen Rundumangriff. Mhm. Aber ich mache extra Schaden, wenn die befallen sind, also einen Status befallen haben. Und ich habe halt ein Passives, das dafür sorgt, dass alle meine Rauschangriffe einen Status befallen auslösen. Von daher kriegen wir alle extra Damage. Ja, der hat keine Chance, der Halbschatten hier. Was haben wir denn hier? Vernichter, Elementarfokus. Ist das was für dich, Elementarfokus? Das ist von Malael. Ja, der ist aber nicht hier. Ja. So, müssen wir jetzt den Stampfer nochmal auspacken, oder was, hier? Ja, mach ich mal. Zack. Da ist er schon wieder, der Acker. Das Schild ging immer schnell down jetzt hier. Ja, können manchmal Schaden machen. Yay, wieder ein KP gekriegt. Jetzt sind es nur noch 25 KP. Yes, Spott billig. Ja, ein 50er. Ich glaube, das ist mein erster 50er-Skill. Wir machen das Ei hier kaputt. War ein Energy Drink drin im Ei. Das ist wie ein Überraschungsei. Ja, ich hasse das Zeug, Energy Drink. Echt? Ja, ich mag es überhaupt nicht. Ich habe noch keinen gefunden, den ich mag. Tja, die Jugend von heute findet die total cool. Mit 27 gehöre ich noch zu der Jugend von heute? Du hast doch gerade gesagt, dass du sie nicht cool findest, von daher. Achso, ja, okay. Na, aber hätte mich immer interessiert, ob ich mit 27 noch zu der Jugend gehöre, deswegen. Nein, dann bist du schon mal ein alter Sack. Okay, das ist etwas zu viel gewesen. Jugend
von heute sind hier zwischen 12 und 18, würde ich sagen. Ach so, die zerstören den Bodenstampfer. Ah ja? Ja, hat er doch eben ungenockt. Ungenockt. Dann müssen wir ihn wohl wieder aufstellen, wa? Jo. Kenn ich nix. So, hier. Zack. Schild für den Lesrak. Da, 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 da. Eigentlich ist es ja gar nicht der Lesrak. Obwohl doch, als Nickname hast du ja das. Hm? Malael heißt eigentlich Lesrak Dark und hat das Nickname Malael. Der hier heißt nur Malek. Ja. Wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen? Rollenspiel-Spitzname, Alter. Okay. Hätte ich wahrscheinlich sogar für Dings genommen, für das Rollenspiel. Aber der war nicht auf der Liste. Auf der Liste? Ja, die Liste für Namen. Auf der Liste? Ja. Warum meinst du, man müsste einen Namen von der Liste nehmen? Dachte ich, ich wollte doch nur mal sicher gehen. Und Lazarus war mein Lieblings-Isaac-Charakter. Mein was? Mein Lieblings-Binding of Isaac. Ein Spiel. Achso. Und da ist einer, den ich mit am liebsten spiele, also am zweitliebsten. Bei den Liebsten wollte ich jetzt nicht unbedingt nehmen, der hieß Judas. Ich weiß nicht, ob das cool rübergekommen wäre. Ich hätte mir schon die Blicke vorstellen können von allen anderen Spielern. Ja, du kriegst ja wahrscheinlich eh hier mit deinem Charakter ziemlich... Der sieht schon etwas Dritte Reich-mäßig aus. Ja, ich weiß. Aber ganz ehrlich, ich fand die Uniform damals geil. Damals, wo du noch im Zweiten Weltkrieg gekämpft hast, oder was? Ja, genau. Aber seitdem wurde ich ja schon wiedergeboren. Ach ja? Ja. Ach dir, ich mach mal die Brutmarkierung kaputt. Die beeinträchtigt uns nämlich. Ach, die ist das! Ja. Die blockt meine Angriffe, was ist das hier für ein Scheißding, ey? Oh, hier ist ein Ackerbauer. Give me your blood! Und der Lesrak braucht ein Schild. Noch ein Schild. Diesmal bei anderen. Mehr Abwechslung. So. Hüpf, hüpf. Weiter in die Ruinen vordringen. Tun wir das doch mal. Hat das eigentlich deine Pläne über den Haufen geworfen, dass ich jetzt doch Desperado war? Nee. Ja, ich fand das für Imperial Guard, fand ich das halt passender einfach, also. Deswegen. Okay. Mir ist doch egal, was ihr spielt. Okay, dann will ich Chaos Hexe spielen. Oh, kannst du gerne machen, überlebst du nicht lange, aber gut. Ja, müssen die ja nicht erfahren. Ich kann ja auch ein richtig schlauer Chaos Hexer sein. Aha, sowas gibt's. Ja, natürlich. Okay. Nehmen wir doch zum Beispiel den von Umbreon, das Beispiel. Bei der Runde, die er da gemacht hat. Hast du inzwischen mal angeguckt? Ja, richtig geil. Das war richtig geil. So ein Motto. Selbst wenn wir gegen den Chitude kämpfen müssen, nichts wird uns dazu bringen, zu dem zurückzugehen und ihm zu sagen, dass wir versagt haben. Richtig geil. Ich hab auch gelacht. Das ist eine der coolsten Runden. Ja, die ist richtig, richtig gut gewesen. Der hat Loot! Eine Glyphe. Also der Inquisitor hat da anscheinend richtig gut rübergebracht, weil die waren ja echt eingeschüchtert. Ja. Der Cthulhu könnte bei uns auftauchen. Nix bringt uns dazu, zu dem zurückzugehen. Also ich hoffe, dass du den Inquisitor auch so gut hinkriegst. Ja, mal gucken.
Soll ja nicht klauen von anderen immer. Ich hatte ja auch überlegt, eine Inquisitorin zu machen, aber das wäre auch geklaut von das E, die machen da auch. Ja, ist hier nicht wirklich geklaut. Kann ja einen völlig anderen Charakter haben und so. Ja. Aber so diese Atmosphäre hinzukriegen, das wäre cool. Schon wieder minus Heilungswerte. Ist das so ein Scheiß alles hier, ey, was wir hier finden? Das ist nur Schrott, der hier rumliegt. Oder du hast einfach so gutes Equip. Ja, genau. Mine auslösen. Mine auslösen? Ja. Mach mal. Den schattenhaften Schwarm besiegen steht bei mir. Hallo, schattenhafter Schwarm? Ich hab's nicht ausgelöst. Ah, da kommt der schattenhafte Schwarm. Echt? Ja. Oder was glaubst du, was das ist? Ein Brutling des schattenhaften Schwarms. Ja, da kommt ein Großer. Halbschattenbrut. Ich werde heute Nacht, glaube ich, schlafen wie ein Baby. Ja? Ja. Du musst nicht von Akaps träumen? Ich habe noch nie von Akaps geträumt. Nicht? Nein. Warum nicht? Keine Ahnung. Weil ich normalerweise Albträume habe. Okay. Also wenn ich Träume habe, dann immer nur Albträume. Meistens werde ich von Frauen getötet. Das ist kein Witz, das ist mein Ernst. Wie löst man denn diese Minen aus? Ist doch schon lange. Mir steht immer noch Minen auslösen. Ja, und den schattenhaften Schwarm besiegen. Das ist alles eine Quest. Ach so. Und wir sind jetzt bei dem Teil mit dem schattenhaften Schwarm. Jetzt müssen wir warten, jetzt kommen gleich neue. Und dann führt die Quest uns weiter hier weiter hinten hin. Und da müssen wir dann halt sowas, so ein Ding auf dem Ding machen. Und dann Dingsen. Mach mal Dingsen und Dingsen und dann macht das Ding, das Ding. Genau. Das ist der imperiale Code für Gegner vernichten. Yeah. Yep. Ich würde gerne mal ein Sentinel steuern. Okay. Also im RP. Weitere Feinde tauchen auf. Nein. Sentinel waren noch die Laubdinger, ne? Ja. Ja. Ich habe ja Fahrzeugfähigkeit, muss man dazu ja sagen. Ich bin mal gespannt. Meine Freundin spielt ja auch mit und sie hat gesagt, irgendwie, ja, da muss ich mir ja die Hintergrund von Warhammer und so noch angucken, da habe ich keinen Bock drauf und habe ich gesagt, das Spiel doch rein von der Feral-Welt, die wissen eh nichts. Dann darfst du das alles in-game erfahren, was es so gibt. Ja, da wird Gefalk eine Menge zu tun haben. Ich habe mir den von der Stimme her anders vorgestellt, als er aussieht. Ehrlich? Wie hast du ihn dir vorgestellt? Jetzt bin ich mal neugierig. Nicht mit so wenig Haaren. Ich habe es kommen sehen. Nee, das habe ich genau kommen sehen. Also hast du eher eine volle Mähne erwartet? Immer. Ich erwarte immer eine volle Mähne. Und hast du dir mich denn auch anders vorgestellt? Nö. Das ging. Schon wieder minus Heilungswert, so ein Scheiß. Oh, aber gut für mich. Sehr viel Gesundheit. Ach, ja. Ich mach mal hinten den Halbschattenbrut-Typ mir hier. Platt. Gibt alles Erfahrungspunkte. Hab ich mir sagen lassen. Und ich bin über 5000 Leben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Jetzt kannst du ja in Rente gehen. Okay, viel Spaß. Nein! So, heilen. So, jetzt müssen wir hier den Hügel hinter der Anstalt erkunden. Immer noch nicht reden. Hier ist ein Acker.
noch ein Hacker. Einer reicht uns ja heutzutage nicht mehr. Wir brauchen ja schon zwei. Ja. Ja. Das mit den Haaren war trotzdem gut. Hm? Ja. Hab ich dir den Abend versüßt? Ja, nochmal. Obwohl ich das erste, was ich mit Ziffern schon wieder vergessen habe. Tja. Oh, 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 oh. Tot. Habe ich schon wieder viel zu viel mit Blut gezaubert hier. Ach so, du! Ich dachte jetzt Dark Cup, weil es genau in dem Moment umgefallen, wo du gesagt hast, tot. Nee. Ich war tot. Dann beeil dich und komm schnell her. Ja, ich bin unterwegs. Mit Betonung auf unter. Ja, ich würde mich beeilen, sonst bin ich gleich tot. Bam, 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 bam. So, heilen den Esrak. Dass ich echt durchgehalten habe die Zeit, das finde ich beeindruckend. Ja, du brauchst mich eigentlich gar nicht. Du mich eigentlich auch nicht. Oh, hier ist ein Totem. Weg damit! Das braucht eh keiner. Ich muss echt aufpassen hier mit dem ganzen Blutgezauberer hier. Ich bleib hier stehen. Oh, klasse, du bist anpassungsfähig, blödes Ding. Hinter dem Hügel haben wir jetzt, habe ich gerade abgeschlossen, jetzt den Halbschatten Brutmaterialchen töten. Ich glaube, ich schaue mir heute Abend wieder Alien an. Alien? Ja. Den ersten Teil oder den zweiten oder den dritten oder welchen? Den ersten. Den ersten. Ich feiere die alle, ich finde, bin ein Riesenfan davon. Okay. Die da müssen wir jetzt töten. Jupp. Yep. Okay. Ich verpasse dir erstmal eine Schild. Die kannst du gebrauchen. Ja, gegen den ja. Ist er schon wieder weg? Natürlich, ich stehe ja direkt in dieser Schadensquelle da, dieses Blut da, das macht ja Schaden. Ach so. Und weg ist sie. Eine Mauer ist nur so stark wie der Ziegel, der sie aufrechterhält. Ja, sie haben Chaos in den Rängen der Insekten geschaffen, indem sie den Ziegel zerstört haben, der ihre Mauer aufrechterhalten hat. Ihre kreative Verwendung der von den gefallenen Soldaten zurückgelassenen Materialien hat uns gezeigt, dass ihr Geist ständig in Bewegung ist. Gut. Okay. Und sie geben mir dafür trotzdem nur Scheiß-Equipment. So, und hier Zimmer 502. Okay. Ach, annehmen die Quest? Ja, klar. Okay. Das brennende Notizbuch untersuchen. Das erinnert mich irgendwie an dieses komische Zimmer, was da in dem... Trotz wiederholten und ausführlichen Untertauchens an der Krakenlandszunge brannten die 9 verbliebenen Finger wie keine hä? Aufgrund der Kräfte des dürften darf nicht vergessen, nach der Abreise des vorigen Bewohners die Wände zu schrubben. Okay, gruselig. Das findest du gruselig? Ich finde vieles gruselig. Zum Beispiel, okay. Dass es hier keinen Fallschaden gibt? Ja. Bist du runtergehüpft? Ja. Hüpf? Und du bist auch direkt auf dem Motorrad. Dann will ich doch da mal... Oh, hier ist ein Geist, guck mal. Der ist auch gruselig. Stell dir vor, das macht kann jemand an deinem hüpfen? Haus. Stell dir vor, jemand macht das mit dem Motorrad wirklich an deinem Haus. Ich will es mir nicht vorstellen. Ich würde erstmal lachen und ihn dann verprügeln. Zur Krankenlangzunge. Wir sind an der Krankenlangzunge und jetzt? Ah ne, da unten müssen wir hin wahrscheinlich, oder? Ah, du bist schon weiter.
Falsche Taste? Okay. Ertrunkener Bürger. Es hat auch schon wieder Heilung, der Arme. Hier ist noch ein ertrunkener Bürger. Das Schild ging aber jetzt richtig schnell weg von dir. Oh, oh, oh. So. Ich muss mich mal gerade hinsetzen wieder. Oh. Ist eigentlich schon wieder eine halbe Stunde um? In der Tat. In der Tat. Liebe Freunde des Campings. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, das Gebiet nach Hinweisen durchsuchen. Mit dem Koali und dem... Les Ragdark. Bis dahin, Herr Fun. Tschüss. Now.